So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Modul Asset Management und wir kümmern uns weiterhin um die Portfolioleistung. Werfen wir heute einen Blick auf die Portfolio-Kennzahl Jensens Alpha. Ich habe hierzu eine Übungsaufgabe mitgebracht und zwar basierend auf den aktuellen Dividendenrenditen und erwarteten Kursgewinn der beiden Portfolios A und B sind die zu erwartenden Renditen 12% und 16%. Das Beta bzw. das systematische Risiko von A ist 0,7 und von B 1,4. Geldmarktpapiere rentieren aktuell mit 5%. Die zu erwartende Rendite des DAX beträgt 13%. Die Standardabweichung des Portfolio A ist jährlich 12%, die von B 31% und die des DAX beträgt 13%. Wenn Sie aktuell in das Marktportfolio investiert sind, würden Sie dann auch in eines der beiden Portfolios A oder B investieren. Die erste Schwierigkeit in dieser Aufgabe liegt darin, zu wissen, was soll ich jetzt hier eigentlich machen. So, dazu sollten wir uns die Kennzahl Jensens Alpha einmal kurz anschauen. Und zwar Jensens Alpha misst zunächst, ob ein Fonds über oder unter der Security Market Line liegt. Also wir vergleichen jetzt mittels Jensens Alpha die Portfolios A und B mit dem Marktportfolio, also hier mit dem DAX könnte man auch sagen. Haben wir also im Vergleich zum DAX eine Über- oder eine Unterrendite? Wenn wir ein positives Alpha haben, dann würden wir das Portfolio kaufen. Wenn wir ein negatives Alpha haben, dann würde man das Portfolio leer verkaufen. Leerverkäufe haben wir ja hier auch schon behandelt. Das sind jetzt alles so Begrifflichkeiten. Ich packe euch die ganzen Erläuterungen wieder unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Werft auch mal einen Blick bei uns auf der Webseite in den Fragenkatalog hinein. Dort habe ich nochmal alle Portfolio-Kennzahlen, auch die in den kommenden Videos nochmal erläutert, definiert. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, Anregungen, Kritiken oder so, rein damit in die Kommentare. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, stimmt. Werft nochmal einen Blick auf unseren Channel in die Playlist Asset Management, weil dort findet ihr den gesamten Input, den ich hier zum Asset Management bereits hochgeladen habe. So, ihr habt jetzt eine Aufgabe mit sehr vielen Werten. Ich denke, das kann man nicht verneinen. Und zwar, wir haben erstmal die Portfolios A und B. So, und für A und B haben wir entsprechend die erwarteten Renditen gegeben. So, mit 12 und 16. Wir haben hier Betas gegeben mit 0,7 und 1,4. Wir haben Geldmarktpapiere aktuell mit 5% gegeben. So, und dann haben wir ja noch das Marktportfolio bzw. den DAX hier gegeben mit 13% erwartete Rendite. Standardabweichung haben wir hier noch gegeben. Also ihr merkt, es sind sehr viele Werte. Markiert euch die oder schreibt euch die am besten heraus. Ich markiere die kurz einmal, dann können wir die gleich Stück für Stück einmal abfrühstücken. Im Prinzip brauchen wir gleich einfach nur eine Formel, die wir anwenden. Dann bekommen wir die Ergebnisse heraus. Wie gesagt, die Schwierigkeit liegt darin, dass ich erstmal wissen muss, was soll ich jetzt hier eigentlich machen. Und wenn man das nicht weiß, aber die Formel von Jensens Alpha kennt und das auch berechnen kann, dann sind das eigentlich verschenkte Punkte. Weil im Prinzip kann man das ja. So, ich schreibe hier nochmal hin. Und zwar die Kennzahl Jensens Alpha misst, ob ein Fonds über oder unter der Security Market Line SML liegt. Also das heißt, entweder Überrendite oder eine Unterrendite im Vergleich zum Benchmark. Der Benchmark wäre jetzt eben hier das Marktportfolio bzw. der DAX hier. So. Ja, und dann lass uns mal direkt loslegen. Und das machen wir handschriftlich. Taschenrechner habe ich soweit parat. Wir brauchen jetzt erstmal die Formel allgemein. Also schreiben wir die einmal kurz hin. Alpha. Wie berechnen wir das Alpha? Ich habe euch ja schon beim Capital Asset Pricing Model gesagt, wir haben einmal eine erwartete Rendite und ziehen dann das CAPM, die CAPM-Gleichung einfach ab, da hat sich auch nichts dran geändert. Also wir haben eine erwartete Rendite des jeweiligen Portfolios und ziehen dann
einmal das, was in der Klammer ist, und zwar den risikofreien Zins plus Beta mal, Klammer auf, dann einmal die Marktrendite bzw. erwartete Marktrendite, ich kürze es ab mit RM jetzt, dann minus RF, Klammer zu, und das ist die Formel, die wir brauchen. Ja, und dann können wir direkt hier einmal loslegen. Ihr könnt das Alpha auch so schreiben, ich schreibe es lieber aus. Das liegt aber einfach darin, dass ich auch im Fragenkatalog mit dieser Symbolik halt nicht so gut arbeiten kann. Dementsprechend, ich schreibe das dann aus. So, wir haben ja zwei Portfolios, das heißt, wir machen das zweimal. Einmal für A. So, erwartete Rendite von A, gucken wir kurz, sind hier die 12%. Also 12%. Ihr könnt mit Dezimalzahlen arbeiten, ihr könnt auch mit Prozentwerten arbeiten, das müsst ihr für euch entscheiden. Dann minus Geldmarktpapiere, risikofreier Zins liegt bei 5%. So, dann brauchen wir das Beta von A. Liegt hier bei 0,7. So, dann einmal multiplizieren mit der Marktrendite. Und die Marktrendite liegt hier bei 13%. Hier, 13%. Das muss man eben auch erkennen, dass der DAX hier eben die Marktrendite widerspiegelt. Dann abziehen, risikofreien Zins, hatten wir schon markiert, minus 5%, Klammer zu, wichtig, die beiden Klammern zumachen, so gleich. Ich schreibe schon mal die Berechnung für Alpha B hin. Ich lasse ein bisschen Platz gleich für die Interpretation des Ergebnisses. Da schreiben wir gleich nochmal einen Satz dazu. So, Alpha B, genau dasselbe Spiel. Wir haben jetzt hier nur 16%. Dann ziehen wir ab, risikofreier Zins 5% plus Beta ist ja hier höher. Wir haben also für B haben wir ein deutlich höheres systematisches Risiko gegeben, 1,4. So. Dann DAX hatten wir schon markiert, 13%. Und dann ziehen wir nochmal den risikofreien Teil ab hier, 5%. So, Klammer zu, Klammer zu. Und ja, dann können wir das beides an meinen Taschenrechner eingeben. Ich habe die Ergebnisse hier irgendwo liegen, aber ich möchte das für mich selbst auch nochmal eingeben in den Rechner. So, minus, Klammer auf, 5 plus 0,7 mal, Klammer auf, 13 minus 5, Klammer zu, Klammer zu. Und dann kommen wir hier auf 1,4. Interpretieren wir gleich, wenn wir beide Ergebnisse dann bestimmt haben. So, für B 16 minus Klammer auf 5 plus 1,4 mal Klammer auf 13 minus 5 Klammer zu, Klammer zu. So, und dann haben wir hier negativ minus 0,2 und das passt auch. Dann haben wir nämlich auch zweimal eine unterschiedliche Interpretation des Ergebnisses. Das ist auch gut. Dann hat man einmal beide Sachverhalte kennengelernt. Dass das Alpha direkt bei 0 liegt, ist relativ unwahrscheinlich. Wenn es bei 0 liegt, dann liegen wir quasi genau auf der Security Market Line und sind dann in Differenz zwischen dem Portfolio und dem Marktportfolio. So, aber unrealistisch. So, also einmal kurz interpretieren. Das machen wir wieder mit der Tastatur. So. Also, was machen wir hier? Wir haben ein Alpha von 1,4. Das heißt, wir haben hier eine Überrendite im Vergleich zum Benchmark, also hier zum Marktportfolio. So. Und ja, wie schreibe ich jetzt weiter? Ich mache noch einen Fall hin. Portfolio A würde man kaufen bzw. Investieren. So, ja, ich denke mal, das spiegelt das ganz gut wieder. Ihr schreibt das in einen vernünftigen Satz in eine Klausur hinein, wenn das mal abgefragt wird. Dann bei B, wie sieht das da denn aus? Bei B.
Das heißt, wir haben eine Unterrendite im Vergleich zum Benchmark. Ich schreibe auch hier wieder hin, Marktportfolio. So, also Portfolio B würde man leer verkaufen. So, ja, das war's dann soweit. Ich nehme mal einen Leerschritt, das gefällt mir noch nicht so von der Formatierung her. Ich denke mal, so passt besser. Aber das sind nur so Kleinigkeiten. Ja, ich hoffe, ich konnte es soweit weiterhelfen. Was kann man sich jetzt hier vermerken? Natürlich die Formel für Jensens Alpha parat haben. Dann wissen, was misst Jensens Alpha eigentlich. Jensens Alpha misst, ob wir über der Security Market Line oder dort drunter liegen. Haben wir eine Überrendite oder eine Unterrendite, vielleicht zum Benchmark. Wir müssen natürlich den Benchmark identifizieren. Wir haben jetzt hier den DAX bzw. das Marktportfolio hier als Benchmark angegeben. Dann die Formel anwenden, ausrechnen und den Antwortsatz nicht vergessen. Wenn wir jetzt hier beim Jensens Alpha von 0 liegen, sind wir in Differenz zwischen dem Portfolio und dem Marktportfolio. Das nochmal dazu, falls ihr mal so eine Aufgabe habt, was in der Praxis relativ unwahrscheinlich ist. So, das soll es gewesen sein. Rest ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, immer gerne in die Kommentare damit rein. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.